Willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Und ich sehe ja gerade, Holz ist jetzt auch nicht so üppig, ne? Aber es geht noch. Wahrscheinlich durch die Aufträge, die ich der Holzwerkstatt da aufs Auge gedrückt hatte. Und die ganzen Baugeschichten, die ich da natürlich auch noch hatte, ist der entsprechende Holzbedarf gestiegen, aber ja, wir haben dann noch Bäumchen. Das ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie nichts mehr tut. Zumal die jungen Bäume, die sind geschützt. Genau, die werden nicht abgeholzt. Ich wollte mich nur noch mal rückversichern, dass ich auch da tatsächlich so gemacht habe. Ich neige ja dazu, Dinge anzuklicken oder nicht anzuklicken. Ich dann vergesse, dass ich sie angeklickt habe oder nicht angeklickt habe. So, wir werden immer noch von Dieben angegriffen, die sich auch noch immer schön bei uns bedienen. Dann greifen die sich eigentlich da alles so schön. Was ist das da? Sieht alles gleich aus. Ist das Kohle oder was haben die sich da gegriffen? Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, Stein, Wohnhaus mit Steinmühle. Kohle. Aber es kann gut sein, dass sie sich hier haben gütig getan. Dieses Diebespack. Wohnhaus. Hier habe ich einen Wachturm. Die patrouillieren aber hier. Aber ich glaube, Wachen. Moment mal, irgendwer. Genau, das war das Problem. Ich habe keine Waldläufer und das wird. Das ist es halt, ne? Die Waldläufer, die sind nicht in der Lage, also die sind in der Lage, Diebe zu enttarnen, aber nicht die anderen. Und ja. Daran hapert es. Waldläufer kann ich mir im Augenblick nicht leisten, weil, ne, ihr wisst ja, ne, ich habe hier Lederprobleme. Und das wäre so eins der Themen, die da so ein klein wenig unter meinen Fingernägeln brennen oder so. Wir haben hier Rehe rumrennen. Jetzt gar nicht mal wenige. Sieht ganz gut aus. Wache. Minenarbeiter. Wo habe ich denn meine Jagdhütte? Oh. Ach je. Oh. Hier ist Eisen am Ende. Hier auch. Das ist Kohle. Nicht so gut. Das ging jetzt aber relativ zügig. Kupfer habe ich. Silbererz, da ist wieder Kohle. Und da ist Eisenerz hier auch. Das ist alles nicht so einfach. So. Das ist gut und schön, aber bringen wir nicht weiter. Wo war das jetzt? Setzt den mal. Nein, das ist gar nicht wahr. Was mache ich denn da? Den brauche ich. Ich setze den mal hier so hin. Das Silbererz. Kalkstein. Moment mal, wollte ich denn jetzt die
Irgendwo hatte ich nur gerade Eisen gesehen. Ach da. Sorry. Das geht nicht. Dann machen wir das so. Ich brauche dringend Eisen. Banditenlager. Hier gibt es in erster Linie. Also Eisen ist hier sehr, sehr, sehr rar gesät. Hier ist schon der Stein. Das Eisenerz. Das wird auch von meinen Minenarbeiter abgebaut. Wollte ich auch nichts mehr haben. Genau, das war mal hier. Vor lauter Verzweiflung gehen die jetzt schon da hinten hin. Weil da die letzten Reste sind. Findet hier alles, ne? Nur kein Eisen. Oder relativ wenig, sagen wir es mal so. An Stein ist kein Mangel. Aber Steinschwerter kann ich keine bauen und die würden wahrscheinlich auch nicht allzu viel bringen. Da ist Eisen. Da habe ich ein bisschen Eisen. Moment. Habe ich hier einen Wachturm, der mir da irgendwie weiterhelfen könnte? Ein Wachturm existiert. Da sind auch die richtigen Leute für da. Ihr macht euch mal Flugs. Kohle. Wo war das denn jetzt? Eisen, genau. Flugs ans Werk und seht mal zu, dass ihr hier den Bereich frei bekommt. Da ist ein Diebeslager. Einen Moment. Uno Momento. Diebeslager. Erkundung expandieren. Turm. Geräusche, die die Leute da so machen hier, also die Bewohner da so klasse. Irgendwie. Das hört sich so knuffig an. So, Moment. Okay. Eigentlich ja, aber ich brauche hier erstmal andere Leute. Wir müssen da so ein bisschen aufräumen. So. Moment. Ich habe... Oh, Eisenlanzen habe ich. Und ich habe Rüstungen. Und ich brauche hier Leute. Genau. 10 an der Zahl. Moment, Moment, Moment. Damit kann ich jetzt dienen. Und das sollte jetzt möglich sein. So. Hier habe ich sehr gut Soldaten.
Hier habe ich ebenfalls Soldaten. Immerhin 7 Stück. Achso, ja, wegen den Geschichten da. Und hier habe ich auch Soldaten. Wo waren noch mal die Banditen dort? Die werden jetzt ihr blaues Wunder erleben. Alles, was Soldat heißt, dahin. So. Ja, dann schauen wir mal, wie es denn so werden wird. Da vorne sehe ich schon wieder einen Banditen rum existieren. Bis jetzt läuft ganz gut. Ein Banditenlager weniger. So, meine Freunde, ihr seid noch nicht entlassen. Auch wenn ihr etwas dezimiert seid. Ich sehe hier Banditen rum existieren. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie da? Das Lager ist noch nicht weg. Die sind beide noch da. Ja, das ist natürlich so ein bisschen problematisch. Ich lasse meine Leute aber trotzdem mal hier rumrennen. Ich sehe es gerade. Ein Augenblick. Oh nein, jetzt kommt auch wieder diese Schrecken da an. Da fehlen mir natürlich jetzt die entsprechenden Leute. Ja, ärgerlich. So, das eine Problem so einigermaßen im Griff. Wo kommen die nächsten Heinis da an? Wachturm. Oh. Das ist okay. Problematisch. Wo wollen die hin? Eins der gegnerischen Lager ist zerstört. Immerhin, immerhin, immerhin. Ja. Okay. Die sich jetzt hier erstmal wieder sammeln.
Hilft ja nichts. Habe ich noch 7? Da sind noch 9. Und da sind es gerade mal noch 3. Uiuiuiui. Das Lager ist ja noch nicht weg, ne? Und die getarnten Banditen konnten die natürlich jetzt nicht angreifen. Dies ist das Problem. Und wegen dem Schämen muss ich mir da auch noch was einfallen lassen. So. Okay, wie sieht's hier aus? Sind immer noch eifrig dabei. Eisendanzen. Moment. Gegnerisches Lager zerstören. Oh, auch das ist jetzt Geschichte. Sehr cool. Gott sei Dank. 2 Diebeslager weniger. Das ist eine sehr coole Entwicklung. Das freut mich sehr. So, also wir kommen so langsam, sag ich mal so, in Gefilde, wo es für uns langsam wieder aufwärts geht. Aber auch nur ganz langsam. Okay, ja, das ist die nächste Baustelle. So. Ich wollte gucken wegen ganz was anderes. Boah, ja, immer noch Haufen. Was für ein Haufen Diebe? Die kommen irgendwo aus der Ecke da hinten. Was wir, glaube ich, noch nicht einsehen können. Also hier hinten muss irgendwo ein Diebeslager sein. Der Jäger, da wollte ich eigentlich nachschauen, bevor ich wieder abgelenkt wurde. Der hat 16 in der Jäger. Hey. Irgendwas falsch verstanden? Leichte Rüstungen brauche ich für... Die Kollegen. Die kriegen die erst dann geliefert, wenn die auch mit der Produktion starten. Oh Mann. Verdammt. Ich bin einfach so neben der Spur. Ne? Das ist nicht wahr. Okay. Folgendes. So. Zutaten tierischen Ursprungs, darunter müssten normalerweise, alles aber kein Leder. Rüstung kann eigentlich nicht sein. Jetzt bin ich ein bisschen... Moment. Ich gehe einfach mal durch. Irgendwo wird da wohl Leder auftauchen.
Eigentlich würde ich das bei den tierischen Produkten suchen. Ach, Naturprodukte. Ja gut, das passt natürlich auch. So. Okay. Stehen wir manchmal so ein bisschen selber im Weg, kann das sein? Ich bin davon ausgegangen, wenn die jetzt hier, ne, irgendwie, die brauchen Leder für irgendwelche Produktionen, dass sie dann halt erstmal alles geliefert bekommen, was sie so brauchen. Und die Sachen erst nicht dann, also nur erst dann bekommen, wenn sie die auch wirklich anfordern. Naja, ich sag da jetzt erstmal nichts zu. Sehr schön. Ja, dann kann ich schon mal hingehen und sagen, hier, bitte 10 von den Waldläufern erstmal, danach sehen wir weiter. Beziehungsweise, ich gehe drück mal auf 20. Jetzt ist egal. Sollen die produzieren bis zum Abwinken? Fackeln, 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 Fackeln. Ich habe hier irgendwo eine Holzwerkstatt, die nichts zu tun hat. Kann das sein? Yeah. Nee, das ist die Werkzeugschmiede. Holzwerkstatt. So, du machst jetzt erstmal hier Fackeln bis zum Abwinken. Genau wie mit dieser Geschichte hier. Ne? Nur so ganz nebenbei. Getreide. Wächst langsam, aber wächst. Es wird hier erstmal auch Mehl produziert. Das ist sehr schön. Und hier läuft die Produktion von Brot. Läuft wenigstens etwas. So, die begreifen wieder mal an. In dieser Gegend. Ja, da bin ich aber eifrig dabei. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie sieht es hier aus? Dauert. Dauert, dauert, aber wird. Wie sieht es hier aus? Ja, dann aber mal los hier, ne? Genügend Material. Die brauchen. Ja, da muss ich noch ein bisschen warten. So. Okay, wir haben hier die Sache mit den Schemen. Folgender Vorschlag. Da habe ich. Na, Moment. Hier 4, okay. Leben. Erstmal. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde die entlassen, dann habe ich wieder ein paar Soldaten in petto sozusagen, ne, die ich anderweitig einsetzen kann. Wir haben ja da eine entsprechende Kaserne für die Leute. Beziehungsweise ein Camp. Und hier werden ja jetzt entsprechende Waldläufer rekrutiert. Dann würde ich die da einsetzen wollen. Weil wir haben ja hier auch Probleme mit Dieben und so. Dann können die sich um so die Diebe da so ein bisschen enttarnen und sich um die kümmern. Und das sieht einigermaßen okay aus. Mit den Schemen. Moment, wie war das? Also die kümmern sich um die Diebe. Also, ah ja, die erschrecken durch Schemen. Genau, dann waren das die Waldläufer. Ne, da war das eine gute Idee. Auf jeden Fall hier die Waldläufer schon mal zu stationieren. Die können sich sowohl um die Diebe als auch um die Schemen kümmern. So, dann habe ich hier noch ein paar Soldaten. Wie sieht das jetzt hier aus? Sehr gut. Voll besetzt. Und ebenfalls voll besetzt. Hervorragend.
Ja, dann würde ich sagen, ne, nächste Runde geht es dann den Dieben da hinten so ein bisschen an den Kragen. Und dann sehen wir mal zu, dass wir mit den Schemen da auch so langsam mal näheren Kontakt schließen. Da werde ich aber noch ein bisschen ausbauen dürfen müssen. Ich glaube, mit 10 Waldläufern alleine komme ich da nicht weit. Aber wir haben ja Mittel und Möglichkeiten jetzt, nachdem ich da wieder ein paar Erkenntnisse absammeln dürfte. Oh mein Gott. Ja, okay. Es ist, wie es ist. So, ich hoffe, wir kommen weiter voran. Ich habe da ja auch den ein oder anderen Eisenklumpen gefunden, den wir entsprechend abbauen können, wenn wir dann das Gebiet erstmal für uns haben freischaufeln können. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ich brauche beides sehr, 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 sehr. Und ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Genießt die Zeit. Macht's gut.